Ja, Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wieder mit Akaya auf dem Meer, der ist gerade am Joinen. Und erstmal ins Mikrofon niesen. Perfekter Start. Beim Headset kann ich mich ja nicht wegdrehen. Ich warte jetzt gerade noch mehr, bis Akaya joint, bevor wir hier wieder losfahren. Wir machen ja genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich habe Sunny auch noch mal über WhatsApp angeschrieben, weil er ja mitmachen wollte, ist aber nach seinem Ermessen. Ich brauche Passwort. Geh mit Tiere. Alles klein. Ich muss essen. Schnell den Proviant essen, bevor er es sehen kann. Immer. Du isst mein Proviant nicht. Beim letzten Mal hatten wir noch zum Schluss hier den besseren Reiniger gemacht, ne? Ja, den habe ich gebaut. Ach, solange du auf dem Floß bist, kann ich ja dann einfach schon mal losfahren. Das brauche ich nicht eh mal auf dem Raft. Der Wind ist auch gerade komplett gegen uns, das ist perfekt. Ist es nicht immer so? Wo hatten wir den einmal da? Ich weiß nämlich, dass wir die Insel fertig gelootet hatten. Ich bin denn jetzt mal kurz 2-3 Minuten weg und dann bin ich wieder da. Okay, ich mach das hier so lang. Akaya ist beigetreten, steht bei mir. Das dauert jetzt eine kurze Weile, bis das sich richtig dreht. Nein, aus! Böse! Böse! Lass das! Okay, wir brauchen das Segel. Reparieren kann ich nicht, dazu fehlen uns die Planken. Man kennt es ja. Uns fehlt es halt echt an Planken. Aber da ist ja direkt eine. Die ich erstmal verfehl. Die ich nochmal verfehl. Die ich noch einmal verfehl. Ah, jetzt habe ich sie. Was kannst du überhaupt? Das Boot reparieren kann ich. Boah, ich muss erstmal die Steuerung, die Mausempfindlichkeit hochstellen. Etwas, das jetzt mal dringend nötig ist, richtig, ne? Langsam. Ich baue mir jetzt einfach mal ein Paddel. Warum? Plastikverschwendung. Nein, manchmal kommt man selbst mit Wind nicht von der Insel weg. Guck mal. Wir bewegen uns doch langsam. Aber wirklich mühsam. Na, Harald. Hi, dessen Namen wir noch nicht bestimmt haben. Beziehungsweise nie einig sind. So kann man den auf jeden Fall nennen. Ist unsere Palme jetzt endlich fertig? Darf ich sie jetzt abbauen? Ja, jetzt darf ich sie abbauen. Ja, wir haben endlich Holz. Erstmal das Kupfer hier weiter verbraten. Ja, ich habe mir das Kupfer genommen. Es regnet. Eigentlich müsste ich doch eigentlich nicht nachfüllen. Ja. Soll immer einen Palmsamen bei sich tragen und erstmal Hai essen. Nein. Ich wollte das nicht wegwerfen. Nicht mein Hai. War da noch Seetang dran an den Pflanzen da unten? Keine Ahnung. Der Wind ist gerade eh gegen uns. Deswegen gehe ich mal kurz gucken. Ich hab grad nicht mal einen Speer. Komm her, Willi. Komm her. Wir haben Damage spät gemacht. Das war worth it. Ich brauch wieder einen Speer, aber... Ja, dafür brauchen wir Planken. Wer hat dir gesagt, du darfst da knabbern? Erstmal Kartoffelsenpai anpflanzen.
Wir spielen hier nicht ohne Kartoffel. Ja, Kartoffel-Senpai. wir spielen nicht ohne Kartoffel-Senpai. So eine Planke. Ich kann dazu nur sagen, wie gut, dass ich derjenige bin, der alle unsere Planken im Inventar hat. Meine. Da ist eine Turtle! Turtles! Oh, da ist ja wirklich eine Schildkröte. Kann man die essen? Es gibt. War klar, dass du das als erstes fragst. Naja, ich habe gehört, Schildkrötensuppe soll ziemlich lecker sein. Ich habe es noch nie probiert, deswegen frage ich ja. Ich auch nicht, ich habe nur gehört, dass es ziemlich lecker sein soll. So, das war mein letztes Kupfer. Kupfer ist alles drin. Wie steht's um die Kartoffel-Senpais? Oh, das sind zwei Kisten ineinander. Oh nee, so viel Reichweite hast du nicht. Okay, ciao. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Da sind Schildkröten. Man kann sie nicht abstechen. Ich hab's versucht, es geht nicht. Vielleicht kann man sie abschießen. Das bezweifle ich. Es kann sein, dass du mich auflesen musst. Das kriege ich nicht hin. Okay, ich überlebst noch. So, mein Geflügel, bist du jetzt mal langsam fertig? Ja. Holz. Fass. Ich habe keinen Samen bekommen. Wir müssen ein bisschen nach rechts lenken. Ich habe keinen Palmensamen bekommen. Wir haben zur Not noch ein paar Samen in der Kiste. Ich fresse jetzt erstmal Kokosnuss. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, einen Anker zu machen? Bestimmt. Seile sollten wir eigentlich haben. Was du an Ressourcen nicht in der Kiste findest, das hab ich. Hab einen. Hab einen Anker. Es ist halt wirklich einfach so. Was du so, an Ressourcen kannst ein bisschen in nach den links Kisten drehen? Nicht findest, das besitze ich. Kannst ein bisschen nach links drehen, ich hab den Anker in der Hand. Ja, das war rechts. Klatsch ihn an den Berg. Sollte so reichen. Ja, vermutlich. So, meine Axt ausgerüstet. Melone. Ananas mitnehmen. Oh, hier sind richtig viele Ananasse. Ist hier noch eine Melone? Ja, Melone. Meine Melonen. Ach, ich habe eine Geschenkbox. Ich dachte kurz, da wäre ein Animal Crossing-Symbol drauf. Lichterkette! Oh, fancy. Ich habe die Möwe gerade genau als die Kartoffel fressen wollte. Der Hai beißt! Nein! Das hat fast unser Erntebeet getroffen. Das hat fast Kartoffel-Senpai getötet. Also Planken habe ich wieder einige. Ich kann gleich wieder ein ich bisschen muss was bauen. Neues bauen. Ja, wir müssen generell expandieren. Kannst du mich jetzt mal zwei Metallerz schmelzen lassen? Aber mach doch ruhig. Zur Antenne, Empfänger. Wir haben hier an sich noch ziemlich viele Ressourcen um diese Insel herum. Entsafter. Ja, Entsafter. Damit kann ich dich entsaften. Ja, den Sprinter, den können wir, glaube ich, noch nicht machen. So, was fehlt denn noch von der Forschung her? Die leere Flasche? Du hast Rüben gepflanzt, wie kannst du nur? Du hast die Riesenmuscheln müssten wir mal unter Wasser nochmal finden. Schmutz? Du hast Kartoffelsenpai verraten. Honigwaben, aber wir haben fast alles gefunden, was man machen muss. Ey, Shining, guck mal. Hm? Hä? Was? Wie? Was? Wo? Hinter dir. Oh. Hinter dir. Geiles Chicken Wing. Aber ich finde, ich wäre Feier eigentlich angemacht. Da ist ein neues Chicken Wing. Au! Ich hab's offenbar wirklich aus Versehen angemacht. Ich hab dir ein neues Chicken Wing besorgt. So, damit habe ich und jetzt. Der Dank dafür ist, dass ich abgestochen werde. Ja, aber immer noch.
Ich habe deinen Fisch aus Versehen eingesammelt. Meine Seebrasse. Boah, Junge, wir müssen sowas von Swaft umbauen. Ich muss hier mal über alles und jeden rüberspringen. Ja, genau deswegen sage ich durchgehend, wir müssen expandieren. Es ist zu klein. Wir haben die Ressourcen dafür, aber nicht. Naja, das ganze Holz habe ich gebunkert, aber trotzdem. Wir haben die Ressourcen dafür nicht. Einen Und warum hast Moment. du den Forschungstisch da stehen lassen, mitten am Rand? Den hätte sich Harald bei der nächsten Gelegenheit geholt. So, dann haben wir zumindest schon mal eins davon. Was Harald wahrscheinlich jetzt direkt abbeißt. Nee, nee, wir haben noch ein bisschen Plastik. Ich wollte direkt drumherum bauen. Wir haben doch aber kein Holz. Doch, ich hab noch. Guck, ich habe direkt einen Schutz drumherum gebaut. Nein, wir haben noch Holz, was ich nicht gebunkert hatte. Ich finde es einfach wunderschön, wie die Welt so asynchron ist, dass das einfach durchgeht, was unten ist. So, da ist noch ein Hühnerschenkel, den kannst du dir gönnen. Auf dem Grill. Ja, Chicken Wing. Halt auch schon mal nach einer Muschel. Wir müssen noch eine finden für ein Vogelnest. Dann können wir Halt Eier. du aus, Frau. Dann können wir Eier braten. Ich fresse jetzt erstmal die Rüben, die du gepflanzt hast, anstelle von Kartoffelsenpai. So, warte mal. Ich habe noch ein Sammelnetz, das packe ich hier hin. Vor allem, guck mal, was ich Tolles jetzt mir gebaut habe. Gleich. Ich muss das Kunststoff erwischen. Ich will ganz schnell was drumherum bauen. Ich habe mir was richtig Geiles gegönnt. Metallspeer. Junge, wir Ja. brauchen das Metall für den Empfänger und so weiter momentan. Genauso wie Kupfer. Gib mir jetzt deine Nägel. Die sind in der Kiste. Nee, in der anderen. Da sind auch zwei Nägel drin. Schön, wie wir Ordnung halten. Da sind jeweils zwei verschiedene Stacks von Nägeln drin. So, irgendwo war, glaube ich, noch ein Sand. Da Das war habe ich es. da gerade reingepackt. Ja, ich kann Das habe noch ein. ich da wirklich gerade erst reingepackt, Ja, diese ich Sachen. kann noch einen Ziegel machen. Da bitte. Wir brauchen unbedingt noch einen zweiten. Oh, einmal kurz Ordnung. Wir haben gerade ziemlich Plaute. Ja, dann können wir ein bisschen sammeln. Ich will gerade um das zweite Sammelnetz hier den Schutz bauen, damit das nicht direkt gefressen wird. Es ist nicht viel, aber wir haben zumindest schon mal zwei Sammelnetze da. Für die Dinger, die wir ab und zu verpassen. Als So ob ich wie das Kunststoff hier verpasse. zwei Palmblätter. Richtig, das kann ganz praktisch sein. Aber da sollten wir halt auch mega ausbauen. Ich habe keine Axt mehr, du musst abbauen den Baum. Gleich oder kümmerst du dich um das Fass da? Das kann ich auch machen. Mit meinem fast kaputten Haken, der nur noch einen Wurf oder so hat. Schon okay, hab's. Was braucht man eigentlich für den besseren Haken? Auch Metall. Ein Bolzen. Ja, und den Bolzen machst du aus Metall. Man Und braucht das Metall haben wir für nicht. alles. So, ich fange jetzt mal an, den Seetang hier zu verbraten. Haben wir noch Planken? Ich hab noch welche, ja. Wenn den Bo denn ich brauche 4 Stück. Die sammle ich gleich auf die Planken, falls ich die nicht schon habe. Hab sie hier gerade auf das Bett geworfen. Ich wollte hier nicht schlafen. Ich wollte die hier. Hier liegt ein Holzspeer. Ja, meiner. Na, den kann man doch noch aufbrauchen. Guck mal, ich mache jetzt was Tolles. Weg damit. Was machst du da? Ich mache was ganz Tolles. Ach, den besseren Grill. Ja, wir können besser grillen. Du verschwinde. Ich Ah, wollte, den da krieg war ein. ich.
Wir haben schon drei Planken durch die Dinger bekommen, durch die Sammelnetze. Die zahlen sich jetzt schon aus. Warum, wie viel Planken hast du gezahlt? Ich glaube, so 6 Planken zahlst du. Warte. Ja, Haben sechs sie sich noch Planken. nicht refinanziert? Doch, ich habe da auch schon Planken rausgeholt. Also haben sich jetzt schon finanziert. Oh, ich hatte gerade ein Fass bekommen, da waren nur Planken drin. Das ist ein geiles Fass. Ich brauche einen neuen Haken. Da flog wieder eine Möwe über uns hinweg. Ja, ich arbeite schon auf einem Bogen hin. Von denen kriegt man aber auch nie genug. Oh, guck mal im Bett. Endlich können wir Ja. richtig schlafen. Ja. Das Bett ist nur leider ziemlich teuer, also ich würde sagen, wer zuerst reinspuckt, dem gehört es. Hi, wo bist du? Ich habe Boah, dich ich brauche sowas von dringend gehört. Essen. Was kostet mich noch mal eine Angel? Nur Seile. So, du kannst dich jetzt erstmal kurz ums Sammeln kümmern. Ich angel. Nimmst du mal deinen komischen Fisch vom Grill? Warte. Ich mache gerade was Wichtiges. Hast du dafür jetzt gerade eine Flasche gewastet? Eine müssen wir dafür richten. Wir haben eh noch Seetang. Och nee, noch eine Rübe, die fress ich. Wofür haben wir den scheiß Haikopf? Weg damit. Hinter uns ist Ja. eine Insel. Alarm. Wir haben halt aber, glaube ich, überhaupt gar keinen Wind gerade. Kannst ja das Paddel nutzen, was ich gecraftet habe. Für so eine weite Distanz reicht das nicht. Was sollten wir denn sonst dazu tun? Aber gut, dann mache ich das Paddel halt kaputt. Ich habe noch eine andere Lösung. Paddeln. Bau du schon mal einen Anker. Sind auf einmal richtig schnell geworden. Weil ich die ganze Zeit am Paddeln bin. Er hat es nicht gesehen. Okay, das ist eine sehr hohe Insel. Ich habe noch zwei Segel gebaut. Jetzt können wir immer gegen anstinken. Junge, unsere Ressourcen! Die sind so schnell wieder drin. Ich farme und bunker die Ressourcen und du haust sie weg. Verdammt, ich glaube, jetzt habe ich verraten, wo die Ressourcen sind. Die ich immer so dringend brauche. Wir müssen hier wohl unter die Bergsteiger gehen. Ja, das Traurige ist, unten, also unter Wasser, ist nicht besonders viel. Ich drehe mich einmal um. Hi. Da wird sehr viel sein, glaub mir. Ah! Ich habe etwas lang Gesuchtes. Eine Muschel? Ich habe eine Muschel gefunden. Ja, die Muschel. Die magische Miesmuschel. So, keiner passt gerade auf dem Schiff auf. Ja, so in etwa. Wir müssen auch generell nach Metallen da unten gucken. Oh, guck mal da hinten, da ist richtig viel Seetang.
Oh, hier oben ist eine Kiste, meine. Ja. Wer die Kiste Ich mitnimmt, hab ist ja ein egal. Rezept. Ich hab ein Rezept. Wir können den Entsafter nutzen. Den Topf, den will ich auch mal bauen. Okay, hier oben ist etwas oberhalb des Wassers, was ich nicht abgebaut kriege. Oh. Ja, die gerade Steine nimmt man doch mit. Wenn du sie abbauen kannst. Dieses Spiel manchmal. Also ich würde sagen, ich habe einen guten Grund, warum ich meine Ressourcen immer bunker. Mehr als drei Siegel braucht man nicht. Ich baue kein weiteres Segel mehr. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit wir immer gegen den Wind anstinken können. Vor allem, wir haben ein tolles Rezept. Wir können einen Kokosnussschlag machen. Ernsthafter Kokosnussschlag. Sorry. So, Metallbarren. Wollen wir nach Metall unten eben gucken? Geh du gucken, ich habe keine HP. Warte. Danach können wir auch den Forschungstisch wieder wegstellen. Du wolltest ja jetzt unbedingt die Ananas haben. Ja, die Ananas bringt schlicht und ergreifend mehr als die Wassermelone. Hier ist eine Palme abbauen. Ich kann nicht. Ich habe immer noch keine Axt gebaut wieder. Zweimal Seetang noch, dann kannst du deinen ersten großen Becher haben. Ich habe mehr als genügend Seetang für zwei Becher. Dann craftet ihr einen. Kannst du mal unten gucken gehen, ob du irgendwo Metall findest? Also da ganz hinten, da ist definitiv keins. Ich würde sagen, craftet ihr einfach eine große Flasche. Ja, da arbeite ich ja gerade dran. Craftet ihr trotzdem doch eine. Du hast hier einfach die ganze Zeit. Ich fass es nicht. Oder hier. Ich habe sogar noch einen Bolzen übrig für dich. Der Bolzen liegt für dich in der Kiste. Komm runter. Weißt du, ich strampel mich hier ab. Den Bolzen habe ich in der Kiste gefunden. Komm runter. Ich sag's dir, die Ressourcen, die du suchst, die befinden sich bei mir. Ich sag's jedes Mal aufs Neue. Und jedes Mal aufs Neue hörst du irgendwie nicht richtig zu. Und ich tauche Ups. erst runter, wenn du Haifischköder baust. Womit? Angeln. Kannst mitangeln. Ich hab doch nur eine Angel. Warum sollte ich angeln? Wo ist überhaupt der verdammte Haifischköder? Der ist weit oben. Nee, der ist bei Werkzeugen. Also wir brauchen eine Säbrasse und einen Hering. Du kannst entweder oder nehmen. Das ist egal. Einfach Fische oder was? Ja, einfach die Fische. Einen von den beiden. Das ist aber tatsächlich kein anderer Nutzen. So, der Fehler, den ich jetzt aus Versehen gemacht habe, könnte sich eventuell hinterher doch bezahlt machen. Ich habe nämlich auch, statt den Holzfallen ne, aus Versehen hier Speere gemacht. Wow, Idiot. Nee, hat mich nur verklickt. Ich brauch Plastik. Den werfe ich ins Wasser. Das waren zwei. Das waren zwei Möwen. Ja, das ist schon die ganze Zeit so, dass die eine tötet und dann irgendwie trotzdem eine wegfliegt. Chicken Wings. Oh, endlich mal was richtig Geiles. Lass den Grill leer. Lass den leer. Ich habe einen Lachs gefangen. Oh, der ist groß. Kann man da mehr machen? Mehrmals abbeißen. Ich Ich höre auf. mein, bei Lachs und Wels kannst du zweimal abbeißen. Nee, Lachs kannst du zweimal, Wels kannst du sogar dreimal abbeißen. Also Wels ist das absolute, was man fangen kann. Ich fange jetzt nur noch Welse. Ja, sagt sich so leicht. Die kriegst du auch mit der besseren Angel häufiger. Diese und mit den Ködern wahrscheinlich sogar noch häufiger. Also lass den Grill erstmal leer, bitte gleich, dann hau ich den Lachs drauf.
Ich habe eh nichts mehr zum Raufpacken. Wir haben einen Haifischköder, mit dem wir runter können. Hast du einen Hering? Ich hab noch einen. Hier, ich werfe ihn dir einfach mal vor die Füße. Ich hab eine Seebrasse. Die Seebrasse funktioniert genauso. Du musst nicht zweimal den einen Fisch haben, du kannst auch einfach einen von beiden haben. Ich weiß, ich habe jetzt zwei Haifischköder. Wollen wir runter? Wenn du möchtest, ich will mich nur eben kurz vom Wasser noch auffüllen. Ich muss mir auch wieder noch wieder Wasser nach. Das kann doch mit seinem Bein Ruhe. Übrigens, wir haben auch keine Steine mehr. Rate mal, wo sie sind. Ja, in den Fallen. Rate mal, wo sie sind. Alles, was ich brauche, behältst du. Tu es auch in die Kiste. Erstmal gehen wir runtertauchen. Erstmal mache ich mir eine bessere Flasche. Wo ist er? Gibt es eigentlich irgendetwas, womit man das in Zukunft verändern kann, dass er beißt? Ich glaube, du kannst diese Metallversionen machen. Da braucht er viel, viel länger, um die kaputt zu machen. Was anderes fällt mir jetzt gerade auf Anhieb nicht ein. So, ich weiß, wir haben Platzprobleme, aber ich stelle trotzdem mal die nächste Kiste hier auf. Einfach, weil wir auch irgendwie lagern müssen. Ich habe auch noch zwei gebratene Fische, die lege ich mal da rein für dich. Beziehungsweise ich hatte drei, einen für mich noch. Also ich habe dir gerade sogar mehr gegönnt als für mich. So, unsere Palme braucht noch ein bisschen. Ich sortiere mal das Plastik hier rein. Das Sortieren überlasse ich einfach mal dir. Ich bin sonst immer der, der Ordnung hält. Und ja, es gibt ja auch noch so eine Autofunktionstaste, ne? Also Autosortier. Ach komm, die eine Kerze, die stelle ich mal hier auf. Ich habe halt absolut gar keine Lust, hier der Sortierer zu sein. Ja, sortieren, also so wirklich richtig sortieren würde ich auch erst später machen, wenn wir mehr als genügend haben. Na, mir reicht schon aus, dass ich bei meinem Bruder, wenn ich mit ihm zusammen Seven Days to Die spiele, immer den Sortierer spielen muss. So, und jetzt sollten wir wirklich erstmal auf Expandieren gehen. Wir haben keinen Platz. Also nur noch ausbauen erstmal. Wir haben aber die Materialien dafür nicht. Ja, aber die sind schnell da. Drei Planken. Haben wir noch Plastik? Ja, ich hab ein bisschen, aber das brauche ich gerade. An. Kiste hinter dir. Planken. Und natürlich wieder eine Deko-Box. So, wenn du irgendwo Rezepte dranhängen willst, da ist was. Wo ist jetzt eigentlich das zweite Rezept hin? Wir hatten, glaube ich, nur eins. Ein. Wir hatten definitiv zwei. So, hier ist so noch ein Loch, das will ich stopfen. Warum? Damit hast du jetzt Plastik gewastet. Weil warum steht dieser Topf hier? Ich hab den schon mal aufgestellt, aber stimmt an eigentlich. Ist ein Ort. Und damit hast du unser Rezept gerippt. Nein, das nimmt man direkt mit. Weil ich will hier einen jetzt so langsam den Kreis von den Dingern machen. Damit will ich mich jetzt gerade beschäftigen. Wenn du jetzt hier die Sammelnetze meinst, ich kann dir die ich schon gemacht habe, hier reinpacken. Dann gib sie. Aber das ändert nichts daran, dass man hier das Material noch braucht.
Uns fehlt's gerade an den Nägeln beziehungsweise am Schrott. Den hab ich. Weil ich gesagt gerade am Craft der Netze war. Und wo ist jetzt die verdammte Axt? Seile sind in der kleinen Kiste. Die Axt, die hatte ich gerade, weil dafür musst du ja das hier eben kurz wegnehmen. Warum hast du das weggemacht? Damit du das Samen jetzt dahin tun kannst. Du verstehst mich. Kann das sein? Du willst doch da ein X machen! Wollten wir nicht erst ein Kreuz, einen Kreis drumherum machen? Außerdem kriegt man das Material doch beim Abbau wieder. Oh, schön. Also, sobald das fertig ist, erstmal wieder ans Expandieren. Und da wollen wir auf jeden Fall halten. Guck dir an, wie riesig die ist. Sobald was fertig ist. Das nehme ich eben kurz. Und das nehme ich eben kurz. Wir werden nur ein ziemliches Problem ohne Haifischköder haben. Der wird nämlich einiges hier abknabbern. Hast du zufällig 6 Planken bei dir? Ich habe zufällig 6 Planken bei mir. Weißt du? Jetzt habe ich nur noch 5. Aber ich wollte nämlich eben kurz eine Schaufel machen für den Fall, dass wir dort Schmutz finden. Da weil die sieht aus. Da liegen 5 Planken vor dir. Mann. Du hörst auch nur, was du hören willst, kann das sein? So, hab. Jetzt brauche ich was zu futtern. Ich sterbe, wenn ich nichts esse. Ich auch. Gut, dass ich mir vorratsmäßig ein paar Kartoffelsempreis eingepackt habe. So, wir wollen ein bisschen nach rechts lenken. Jo, die ist ja noch richtig. Ja, deswegen will ich ja dahin. Warum haben wir jetzt wieder nur ein Siegel hier? Weil ich die anderen abgerissen hatte. Die sind in der kleinen Plastikbox. Du kannst übrigens die Wand hier abreißen, wenn du willst. Ich habe jetzt mal das Trophäending hier abgerissen. Du kannst mal eine neue Palme pflanzen, wenn du willst. Hast doch selber die Samen. Nee, hab ich nicht. Die sind hier in der Kiste. Ja, aber ich habe sie gerade nicht bei mir gehabt, deswegen solltest du machen. Ich würde noch ein bisschen nach rechts lenken. Dass wir so ein bisschen näher am Land sind. So, Kleber, Kleber, Kleber. Weißt du, was ich würde? Das Teil nehmen und schon mal auf die Insel rennen. Weil näher werden wir nicht rankommen. So, hast du den Anker schon geworfen? Ja. Nein. Ich habe ihn aber. Du bist zumindest dabei. Ja. Ich will ihn aber so weit wie möglich nach oben werfen. Wozu? Das ist eigentlich vollkommen unnötig. Egal, ich habe ihn da hingeworfen. Der Grund dafür ist einfach, weil ich's kann. Aber wir können unseren Holzvorrat auf jeden Fall übel gut wieder auffüllen. Ja, musst du machen, ich habe keine Axt. Ich weiß. Crafte dir eine Steinaxt. Weil die Metallaxt wird das nicht. Wie denn ohne Planken? Die Insel. Dann hol dir Planken. Du warst ja alles selber, anstatt es mal zu teilen. Wo er recht hat, hat er recht, glaube ich. Kümmer du dich sonst einfach um unsere Ernte. Fürs Erste. Eigentlich würde ich gerne auf die Insel bin, vor allen Dingen auch, weil ich bin, der ich hier streamt. Denn geh halt auf die Insel, ist mir doch scheißegal, dann gehen unsere Sachen halt drauf. Da ist ein Schmiddi. So. Ich komme jetzt eh kurz zurück, damit wir pennen gehen. Zweite leere Flasche. Eine für Salzwasser und eine für Süßwasser. So. So, ich gehe da jetzt rüber.
Ich will mir die Insel angucken. Muss ich wohl mein Trinken mit Melonen auffüllen. Dabei sammle ich die gerade so ein bisschen. Gleich haben wir Glück und ich finde ein bisschen Schmutz. Ich weiß ja noch, wie das aussieht. Das kann man ja nur bei den großen Inseln finden. Brauchen wir mal einen Schmutz braucht. Damit du die Felder für diese Viecher hier basteln kannst. Das Vieh, was ich jagen will. Du jagst es auch. Ist Essen! Wir haben mega die Essensprobleme. Natürlich jage ich es. Da Da hinten. liegt der Pfeil. Ich habe einfach nur meinen Pfeil aufsammeln wollen. Ich krieg dich. Bleib hier. Du entkommst mir nicht. Komm her, Vorspeise! Mein Pfeil! Ich habe ihn wieder aufgenommen. Ey, ich renne dir nicht mit einem Speer weiter hinterher. Der rennt schneller als ich. Ich gehe Insel weiter erkunden. Bisher nur Blumen gefunden. Da oben ist ein Baum zum Abbauen. Ich habe aber. Ach ja, du hast ja irgendwo Planken hingeworfen, die ich nicht gefunden habe. Die waren in den Kisten. Idiot. Ich habe auf dem Floß gesucht. Vielleicht haben wir auch Glück und finden dieses komische blaue Pulver, das man noch finden kann. Da ist ein Wildschwein, das Ich mich jage will. immer noch unser Mittagessen. Diese Pfeile fliegen echt blöd. Hat das schon mal jemand gesagt? Aua. Ich habe ein Problem, ich habe keinen Speer mehr. Der hat einen Pfeil im Kopf stecken. Junge, hier ist ein Wildschwein. Egal, ich jag unser Essen. Das Wildschwein bringt mehr Essen. Es ist eigentlich schlecht, Egal. es gehört dir. Ich gehe weiter. Geh weg! Ich kann mich nicht wehren, verpiss dich! Kann mich auch gleich nicht mehr wehren. Du hast noch Pfeile, ich hab gar nichts. Ich habe bald keine Pfeile, wenn es so weitergeht. Ich sehe, dass die hinterherrennen. Ja, ich hab nichts Sieht zum ziemlich Wehren. lustig aus. Ich hab nichts, womit ich mich wehren kann. Ich habe theoretisch was, nachdem ich unser Mittagessen gejagt habe. Sag mal, Welches kannst du Weg geht nicht auf jetzt? wenigstens irgendwo mal hängen bleiben, du blödes Biest? Unser Mittagessen ist abgehauen. Danke dafür. Das ist Dann irgendwo hole noch ich mir auf der Insel. Mangos. Dann hole ich mir jetzt Mangos. Ha, ich hab den Ultra-Instinkt, du triffst mich niemals. Versuch's Kurz doch. darauf, er ist tot. Ey, das Vieh geht mir mega auf den Sack. Ich habe eine Höhle gefunden. Und hier ist Ich kann nicht mehr garantiert ausweichen, Truhen. ich hab Hunger. Ich habe zu viel Sachen in meinem Inventar. Verpiss dich endlich, du blödes Mistvieh! Ich kann dir gleich zeigen, wo es wahrscheinlich Schmutz gibt. Ich habe noch ein zweites Problem. Hier fliegt ein Vogel, der wirft Steine. Der also wieder. Ja, der Larry ist auch hier. Ah, endlich verpisst sich das blöde Schwein. Hier oben ist ein Huhn. Ich komme mal zu dir. Ich habe ein Baby gefunden. Aber ich kann nichts damit machen. Komm zu dir. Ich habe ein Vogelkind gefunden. Oh, da oben ist der Laden ganz oben. Also ich bin wirklich weit oben. Aber ich gehe jetzt nicht zu dem Laden. Ich kann eine Ich sehe Elis das kaufen. Schweinchen. Ja, das kommt wahrscheinlich den Weg gerade wieder zurück. Ich habe es endlich abgehängt. Oh, jetzt nervt mich das andere Mistding. Was in der Kiste was Brauchbares sein? Irgendwas, dass ich mich wehren kann. In der Kiste können keine Waffen sein. Ja, aber eventuell genügend Planken. Ich hab das Schweinchen. Herzlichen Glückwunsch, du konntest dich wehren, ich nicht.
Es bringt mir nichts, einen Bogen dabei zu haben, wenn ich keine Waffe habe, also keine Pfeile habe. Das Traurige Okay. ist, auf dem Schiff sind noch zwei Planken, zwei Speere. So, hier ganz Ja. oben sind übrigens nur ein paar Bäume zum Abbauen. Wenn du mal den Weg wieder runterkommst, kann ich dir eine Höhle zeigen, wo Schmutz ist. Warte, ich guck noch hier ganz oben. Ich gehe eh hier noch mal mit einer Axt hoch. Hier ist so Ich viel habe Holz, eine was wir Axt. mitnehmen kann. Da wird eine nicht ausreichen. Hier ist auch noch mal eine Kiste. Könnten jetzt eventuell genügend sein. Naja, ich werde die Planken wohl eh nicht auch alle mitnehmen können, da mein Inventar quasi schon voll ist. Was hast du denn so Schönes? Ach, können ja eh nichts kaufen. Ach, woran das nur liegt? Da ist der Flutterbird. Und Entschuldigung, wenn ich nicht auf eine Höhle achte, wenn ich gerade auf einer Flucht bin. Die Höhle war vor dem Wildschwein. Ich hab auf nichts mehr geachtet, weil ich gejagt wurde und mich nicht wehren konnte. Genau von dem, was da schreit. Unser Raft wird eventuell einfach zerbissen, wenn wir Pech. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Gleich wieder beim Raft. Ich spring gerade Ich vom Berg weiß. runter. Ich will das nicht sagen, denn komme ich nämlich jetzt auch runter. Suchen wir die nächstbeste Klippe, von wo aus ich ins Wasser springen kann. Ich bin Also einfach von den hier Berg runter aus. gegleitet. Ich bin einfach ins Wasser gesprungen von der nächstbesten Klippe, die direkt bei unserem Raft war. Ja, da müsstest du ungefähr in der Nähe von mir sein, da bin ich auch runter. Ich bin nicht in der Nähe von dir, ich bin schon auf dem Raft. Ja, ich habe hier hinten noch Sachen im Wasser rumschwimmen sehen, die wollte ich mitnehmen. Oh, hi! Da ist ein Kugelfisch, der will mich. Oh nein. Könntest du bitte weggehen? Ich will diese Beziehung nicht führen. Er will sie aber. Musst du übernehmen, ich hab grad nix. Ich hab ein Glas in der Kiste irgendwo gefunden. So, die Platten nehme ich jetzt. Kannst du auch. Ich mach mal ein bisschen Platz in unseren Kerkkisten. Pfeile kann ich eh keine machen. Und warum nicht? Lass mich raten. Uns fehlt Plastik. Weil ich das nur wusste. Die Melonen sind fertig, ja. Ich habe mehr als genügend auf der Insel gefunden. Das Dumme ist, das bringt halt so gut wie nix. Melonen sind Müll. Zwei Glibber noch und dann hast du auch dein zweites Gläschen. Hier zu tauchen wäre praktisch, wenn wir den Hai irgendwie luren könnten. Du haust hier Kartoffelsenpai weg. Das Den mit hättest du der. anbauen können. Ist es doch schon! Was Da willst du ist aber eine gerade von mir? Rübe. Da ist eine verdammte Rübe. Rüben haben in diesem Beet nichts verloren. Hier willst du? Ja, ich hab Hunger. In der Luft gefangen, das Essen. Unsere erste Suppe. Und es sind Überreste. Ach stimmt, es muss ein Fisch und eine Kartoffel sein. Stimmt ja. Nein, ich will keine Suppe mit Rübe. Dann ist es meine Suppe. Du hattest schon eine. Ich Jetzt brauch krieg was zu essen. ich will jetzt auch meine erste Suppe. Dann fress ich die Kokosnüsse.
Aber meine heiligen Melonen fasse ich nicht an. Ja, komm, meine erste Suppe. Wo hast du eigentlich die verdammte Schüssel her? Einfach zwei Ton verbraten, dann kriegst du vier. Und da unten ist noch Ton. Keine Sorge, da ist jede Menge. Also ich würde hier komplett einmal abluten, bevor wir hier wegfahren. Könnte für manche Leute auf jeden Fall sehr langweilig werden. Einfacher Fischeintopf. Ich habe dafür jetzt das Achievement bekommen, weil das erste Gericht gekocht wurde, obwohl ich es nicht mal selber gekocht habe. Oh. Okay, ich kann jetzt erstmal eine Weile lang rumrennen. Ich nicht, aber ich würde sagen, warte jetzt mal hier, wir warten jetzt zumindest auf die Kartoffeln. Geh nicht zwischen diesen riesigen Felsen zwischen rein. Da schwimmen Kugelfische. Und das nicht nur einer. So, ich suche jetzt gerade noch mal die Höhle. Die habe ich gerade eben tatsächlich nicht gesehen. Auf der linken Seite müsste sie ja eigentlich sein. Ja. Da hast du richtig geraten. Wasser habe ich auch genügend. Also Wasser geht mir nie im Leben aus. Ja, wenn dir Wasser ausgeht, dann hast du eigentlich was falsch gemacht. Ah, hier ist die Höhle. Also ja, wenn mir Wasser ausgeht, habe ich wirklich was falsch gemacht. Ich meine, ich bin der Meister der heiligen Melonen. So, ich sammle gerade den Schmutz auf. Oh, da sind sogar Steine zwischen. Ach stimmt, damit kann man die Steine aus dem Boden holen, wenn sie an Land sind. Auch dafür brauchst du die Schaufel. Wie schön, dass ich keine habe. Und wie schön, dass du hier die Felder scheiße drehst, wie es scheint. So, ich habe jetzt hoffentlich allen Schmutz hier drinnen rausgeholt. Dann würde ich jetzt noch die Bäume oben abernten und dann müssten wir mal alles unten im Wasser abernten. Hallo, Armer. Der Arme. Ich sehe das. Ich sehe das. Lass das. Böse. Oh, der kleine Vogel. Den Ich stelle ich sehe jetzt ab. dich, hi. Wir können den ja momentan nicht fangen, das Huhn. Kartoffel-Senpai ist gleich fertig. Ich töte gerade ein Huhn. Ich will Huhn gleich das. flüchtet! Musst du dich zwischen den Blättern verstecken, wo man dich nicht sieht? Das kann man Warum haben wir bestimmt ausgerechnet töten. kein Metall? Das läuft so merkwürdig, das blöde Vieh. Tun Sie das nicht alle? Der läuft teilweise seitlich. Und macht auch einen Moonwalk ab und zu. Denkst du, Schmidti ist besser? Nee. Siehst du, der läuft genauso scheiße. Boah, ich treffe diesen scheiß Huhn nicht. Meine Melonen sind fast fertig. Ich muss weiter. Wenn der Vogel mich nur einmal trifft, bin ich tot. Was, der greift an? Nee, nicht der, der andere. Kannst du nicht mal deinen gefiederten Kumpel nehmen und den auf mich werfen? Damit ich es leichter hab. Und tot. Du musst mich mal eben kurz aufsammeln. Och nee, da komme ich doch nicht hoch. Ich hab so viel, dass ich weg verlieren würde. Darunter die 8 Schmutz. Ich warte auf dich hier oben, ne? Dann warum hast du die Bäume hier oben nicht mitgenommen, Weil die hier ich zu schon dem ein paar. Zeitpunkt keine Angst hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach keine Axt. Jetzt scheißt mir der Vogel auch schon auf den Kopf.
Wie lange verfolgt er einen, bitteschön? Die Pistolenendlichkeit. Dankeschön. Da liegt der Idiot irgendwo. An einem Baum sitze. Ja, genau da. Ich werf dich runter. Ich sehe nicht viel von dem, was passiert, aber ich danke dir. Ja, ich sehe Ich nur deine bezweifle, ob Füße. das. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Oh shit, oh shit. Ah, zum Glück konnte ich runtersliden. Der Genie ist am Start und ab dafür. Ich würde halt wirklich gerne mehr sehen als deine Füße, ne? Den Sturz hast du wahrscheinlich aber gesehen. Und dass ich jetzt einige Male ins Wasser dippe. Das sehe ich alles. Ja, endlich. Das ist mein Bett, da gehst du nicht rein, du gehst hier rein. Und ich gehe meins rein. Und die Axt ist kaputt. Und er beißt schon wieder. Ja, er ist tot. Ja, es gibt wieder gutes Fleisch. Wie blöd nur, dass du das Fleisch hast liegen lassen. Ich hatte ein volles Inventar, was soll ich machen? Warte mal, wo ist der Forschungstisch? In der Kiste. Ah nee, doch. Direkt neben dem Grill habe ich ihn hin platziert gehabt. Eine Wiese. Ja. Wollen wir uns den So. Schmiddi fangen? Dafür brauchst du einen Netzwerfer und du brauchst das Feld. Das Feld können wir doch bauen und Netzwerfer haben wir doch auch. Irgendwie bestimmt. Als ob die Kisten hier jetzt auch schon wieder fast voll sind. Ach Netzwerfer ja. könnten wir sogar fast bauen. Wir brauchen nur Metall, dann können wir ihn bauen. Ich wollte ja noch Kokosnüsse geben. Oder reicht dir jetzt hier Haifleisch? Irgendwas treibt hier. Ach, der Haikopf. Na gut, den hätte ich auch liegen lassen. Den Forschungstisch würde ich jetzt erstmal in die Kiste vorerst packen, weil wir werden den lange Zeit jetzt erstmal nicht nutzen können. Kokosnüsse werde ich auch brauchen. Sind in der kleinen Kiste. Ich mache mal übrigens jetzt eben kurz den Puffy, also der direkt an unserem Floß ist, mal eben kurz weg. Also ich trigger den einmal. Ich bin schon unterwegs zu. Hier ist nämlich noch ein Puffy bei uns. Oh, der hat sich nicht instant in die Luft gejagt. Ich habe einen Puffy direkt unter unserem Raft kaputt gemacht. Und hast So. recht, von den Chicken Wings siehst du herzlich wenig, weil ja, ich habe sie wieder gegessen, weil ich am Verhungern bin. Weil wir hier schon 100 Jahre an dieser Kackinsel sind. Es ist doch mehr als genug Essen da. Vor allen Dingen, du hast hier eine Angel zur Verfügung. Ich angel aber nicht. Nichts bringt so viel Nahrung wie die Angel. Nebenbei, ich sollte doch eigentlich eben kurz das Vieh töten können. Die behalten doch ihren Schaden, oder nicht? Natürlich greifst du mich instant an. Blöder Hai. Die Haie behalten ihren Schaden, ja, weil du sie sonst niemals tot bekommen würdest. Nee, ich meinte den Kugelfisch. Naja, er ist weg. Das ist die Hauptsache. Wir haben zwei Haie, zwei Kugelfische direkt am Raft gehabt. Ja, ich hab Einen den habe da ich schon jetzt. kaputt Ja, gemacht. den anderen habe ich gerade kaputt gemacht und ich lege mich hin. Ich glaube, ich habe was Interessantes gefunden. Ich will immer noch meine große Flasche haben. Ich habe wirklich was Interessantes gefunden. Ich habe Silberalgen gefunden. Das ist wirklich was Interessantes. Mann, Puffy, geh weg von mir. Kannst ja gerne an deinen Qu
komischen Rüben ersticken, aber für mich gibt's keine Rüben. Für mich gibt's nur den einzig wahren Kartoffelsenpai. Zumindest solange wir keine Rüben brauchen. Ich meine, es gibt mehr Rübengerichte als Kartoffelgerichte. Okay, da ist einfach nur Abgrund. Der Hai, der schwimmt gerade einfach durch die Luft. Wir haben einen Lufthai erschaffen. Die Wellen haben einen Lufthai erschaffen. So, ich habe hier wieder ein bisschen Ton und Sand gefunden. Ich könnte auch noch die Steine mitnehmen, aber warum sollte ich? Also ich glaube, mir geht's, was Nahrung angeht, mittlerweile jetzt ziemlich lange ziemlich gut. So, Sand. Die Silberalgen braucht man, glaube ich, auch für irgendein Rezept. Also jetzt nicht beim Essen, sondern hier beim Crafting. Ist mir schon klar, wie du es meintest. Ich bin mir da jetzt gerade aber im Moment nicht 100% sicher. Aber ich kann eins sagen, wenn du wüsstest, was ich alles in meinem Inventar habe, dann würdest du mich töten wollen. Wahrscheinlich. Ich kann nicht sehen, wie es um deinen Hunger gerade Ne, steht. die Silberalgen, die waren nicht zum Erforschen. Ich hab noch Über-Intus von der Suppe. Also du brauchst eigentlich nur eine Suppe essen und dann hast du es erstmal. Die Silberalge tue ich mal hier Ja. rein. Also, sagen wir es mal so. Mein Hunger ist komplett voll und ich habe noch die Hälfte von der Suppe. Also. Ich mache jetzt noch einen weiteren Haiköder. Und sobald es Tag ist, dann gehe ich hier direkt vor Ort mal unter Wasser. Das habe ich gesehen, du blödes Mistding. Oh, tot! Tot. Tot. War schon dran. Für mich gibt es kein Limit an Melonen. So, heutiges Ziel erreicht. Ich würde ihn gern direkt daneben bauen. Der Safter. So. Kann man die Dinger auch einzeln runternehmen? Ach, zur Not stelle ich es Das einfach wieder auf. Ja, man kann. ist es nicht eh eigentlich ziemlich egal. Ich will nicht ständig rüberrennen müssen, um für den Saft das Ding lesen zu müssen. Wenn ich es direkt so dranhängen kann, dann mache ich das. Das kleine bisschen Faulheit, das genehmige ich mir. So, Rüben und Kokosnuss. Ich brauche nur eine Rübe. Und eventuell eine Kokosnuss. Ich glaube, an Dekoration haben wir eigentlich soweit alles, oder? Wer weiß. Ich meine wirklich, wir haben da in der Hinsicht langsam alles. Den Haifischkopf schmeiße ich jetzt hier ins Wasser und das Trophäenbrett. So. Das brauchen wir nicht, das nimmt nur Und Platz weg. ich schmeiß das Dekorationspaket weg. Ganz ehrlich, wir haben alles an Deko. Ganz ehrlich, ich habe viel zu viele Melonen schon. Ja, dann hör auf, die anzubauen. Geh auf Ananas, die brauchen wir auch für ein Rezept. Vor allen Dingen Ananas bringt mehr vom Essen. Wer hat gesagt, dass ich die wegen Essen anpflanze, die Melonen? Ich nehme durch ein Stack Melonen habe ich wesentlich mehr trinken, als wenn ich irgendwie zwei Flaschen voll Wasser mitnehme. Bist du denn jetzt ins Wasser gefallen? Man kann hier durchfallen. So, ich warte nur, dass meine Rüben fertig sind. Meine große Flasche habe ich eigentlich nur zum Bewässern der Beete, sonst für nichts. Ich will heute keine weitere Insel sehen. Ich will jetzt nur mein erstes Glas an Saft haben. Ich will auch eins. Aber Glas brauchen wir. Hast du zufällig Kokosnüsse bei dir? Nein. Weil sonst müssen wir wirklich auf die Palme warten, dass sie die Die Kokosnüsse 8 Stück, abwirft. die du mir gegeben hattest, die habe ich schon gefressen. Warum versuchst du mir da vor der Nase wegzuschnappen? Also ich kann so viel Oh. sagen.
Der Entsafter braucht eine Batterie. Wie gut, dass wir eine herstellen können müssen, wenn wir das Crafting-Rezept haben. Ja, das Rezept haben wir. Es fehlt nur ein Kunststoff, der Rest ist da. Was ich jetzt habe. Kunststoff hätte eh nicht gefehlt, weil ich habe 4 Stück eigentlich. Aber ich werde ja nie gefragt, ob ich was habe. So, ist drin. Und dann werde ich geflamed, weil ich es im Inventar habe, weil mich niemand fragt, ob ich was habe. So, die 2 Kokosnüsse, die ich habe, schmeiße ich rein. Jetzt brauchen wir nur noch eine Kokosnuss, die man drauflegt, und dann haben wir unseren ersten Saft. Ich will auch einen haben. Ja, dann hol Kokosnüsse. Auch mal wieder eine Angel craften. Bräuchte man einen. Ach, wir könnten sogar mal eben kurz auf einen, 2 Metallangeln gehen. Wir haben ja die Bolzen. Wir brauchen nur Bolzen und Schrott. Ja. Oder? Nur Bolzen, Schrott und ein paar Seile. Und das nicht mal viel. Seile haben wir eh kein Problem. Wer auch nur einmal sagt, wir haben Probleme mit Seilen, der soll herkommen. Dem versuche ich persönlich den in Hintern. Der Kiste, wo direkt an den Feldern habe ich die Metallangel reingetan. Die hält man nicht erstens besser und zweitens kriegst du bessere Fische damit. Also mit der kannst du irre viel angeln. Es dauert lange, bis die kaputt ist. Aber natürlich besteht auch noch das Pech, einen Buntbarsch zu kriegen. Ich wurde gerade 3-mal gebissen und wir haben die nächste Insel gefunden. Da können wir Kokosnuss herholen. Ab dafür, würde ich sagen. Ich habe den Anker schon geholt. Ich will ja auch gerade die Kokosnüsse. Wenn wir mehr als... wenn wir genau 4 Kokosnüsse kriegen, dann reicht es ja. Dann können wir beide einen Saft haben. Dann würde ich sogar so sagen, Prost. Fischies machen. Da, guck, es ging noch eine Stufe höher. Jetzt kann ich abbauen. Ja, die Blätter gehen, werden dann einfach nur dichter. Der erste Saft. Ich planiere schon mal die nächste Kokosnuss. Du brauchst ein Glas zum Aufheben. Ich weiß. Ich trinke meins nicht, bevor wir den nicht für dich auch haben. Da sind genügend. Ich finde es aber halt einfach lustig, wie der Entsafter einfach ein fucking Bootmotor ist. Sieht halt nicht mal wirklich aus wie Entsaften, sondern eher wie Mixen. Ist auch so. Entsafter funktioniert ganz anders. Oh, freue ich mich gleich. Der erste Drink. Den gönnen wir uns gemeinsam. Das dauert noch ein Stück. Der Kokosnussschlag. Müssen wir jetzt denn nicht erstmal die Fresse schlagen? Wo habe ich denn ich einmal... Ich rate mir mal mein Bild. Irgendwo habe ich den Anker hingeschmissen, da. Die Rüben sind da, du musst nur Palmen jetzt eben kurz, beziehungsweise 1-2 Kokosnüsse brauchen wir. Der Vogel hat gerade Spaß. Ey, nicht eine Kokosnuss von dem Baum bekommen. Ich weiß, dass es auch mit den Beeren Rezepte gibt, deswegen farm ich die, anstatt sie zu verkochen oder sonst wie ihn zu essen. Wir werden einfach beide auf denselben Baum hauen. Da oben ist bestimmt eine Kiste. Hier ist auch ein verdammtes Flugzeug. Not a great landing habe ich gerade als Achievement bekommen. Guck mal! Was? Ich hab einen Pilotenhelm. Da ist eine Kiste im Flugzeug gewesen. Wir haben wieder einen Bolzen. Als ob wir nicht genug von denen hätten, ne? Aber wenigstens sparen wir uns so ein bisschen Metall. Hast du eine Kokosnuss bekommen? Nein. Dann müssen wir auch wieder auf den Baum warten, weil ich habe nur eine bekommen.
Ja, das ist auch eine relativ kleine Insel. Ich würde einmal nur drumherum schwimmen, gucken, ob irgendwie was Sinnvolles im Wasser ist und dann wieder weiter. Wie kannst du? Die Rübe kann ich dir eben kurz reinlegen. Der sieht auch richtig lecker aus, der Kokosnusssaft. Ziemlich grün, wenn du mich fragst. Weil wer haut sich da eine fucking rote Beete auf so ein Glas? Er knabbert. Die Plattform habe ich erst neu gesetzt, du Idiot. So, alles, was aus Metall ist, eben kurz hier rausholen. Die Seebrasse sollte ich mal in die Kiste schmeißen. So, zumindest Metall schon mal eingeordnet. Ich tue auch Kupfer da in die eine Kiste und die. Seebrasse und Heringe sollten wir definitiv nicht braten. So, Das sind die alles, was einzigen, irgendwie die wir nicht braten Schmelzzeug ist, können. tue ich jetzt in die hintere Kiste. Sowohl das Material dafür, als auch das Gebrannte. In die vordere Kiste will ich die ganzen Fische drin haben. Zumindest Seetang geht nie aus. Ich habe Ja. übrigens noch mal eine Silberalge gefunden. Okay, ich weiß zwar nicht, ob und wofür wir sie brauchen, aber. Irgendein Gericht. Da stand bei, dass sie zum Verzehr sind. Und ich will immer noch meine gute Flasche haben. Meine zweite. Dann bastel sie dir. Der Glipper ist da. Aber ist auch das Plastik da, ist die Frage. Ja, ist es. Warte, erstmal Luft tanken und dann töte ich Puffy. Darf ich Puffy haben dann? Ich will mit Puffy auf den Kopf sitzen. Nein, ich bin gerade zu kacke zum Treffen. Hab ein Achievement bekommen. Ich will auch. Ich habe meinen Erfolg. Ich habe auch noch so einen explosiven Glibber. Ich weiß, dass man den erforschen konnte. Und Metallerz gefunden. Jawollo. So, wollen wir anstoßen und damit dann für heute beenden? Warte, warum sind die noch nicht fertig? Ja, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Abend. Prost, ne? Das führt den Durst in das Maximum. Das ist toll. Oh. Ja, aber das, was wir an Ressourcen dafür brauchen, ist nicht so toll. Abspeichern und beenden. Also die Fischsuppe ist wesentlich effektiver als dieses Getränk. Schon wieder fast bis Mitternacht gesuchtet. Ich wollte eigentlich nur bis 23 Uhr maximal. War auf jeden Fall ein interessantes Team. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen, wer hier an der Stelle noch zuschaut. Also bei 4 Stunden Streammaterial weiß ich nicht, ob das jemand bis zum Ende guckt. Wenn ja, Hut ab. Naja, es gibt ja sogar Leute, die irgendwie 24 Stunden Streams durchgucken. Ich wünsche dann jetzt jedem noch einen schönen Abend an der Stelle hier. Je nachdem, wann ihr das guckt, auch einen guten Morgen oder sonst was. Und ich verabschiede mich jetzt hier. Tschüss.